day I'm shuffling, every day I'm shuffling. Und da sind wir wieder zurück zu dem Bioshock Fieber hier. An diesem wunderschönen verschneiten Tag jetzt wieder. Oh ja. Letztens haben wir nämlich diesen geilen Granatwerfer bekommen. Würde ich sagen, das ist doch schon was. Und wir gucken uns jetzt hier einfach mal in der Bude um. Haben, glaube ich, hier schon überall alles durchgeguckt. Würde ich mal sagen. Wo war sie denn? Ach, genau. Rechtsklick führt sie uns ja schon mal an eine Leiche, oder? Und ich kann halt noch entscheiden, ob ich sie ausbeuten möchte. Oder ob ich gleich sage, hier. Na super. Gleich da oben ist so eine, oder was? Hab ich jetzt gerade. Nee, oder? Was haben wir da noch so an Munition? Schrot ist geil. Aber wir hören uns, bevor wir. Ich war schon. Alter. Run. Elender. Willst du? Weg damit. Mit dir, ey. Ist doch hier echt, ey. Unter aller Sau. Sau, was wollte ich denn jetzt? Sau. Genau, wir wollten das Tagebuch uns anhören malen. Ein Spion. Na endlich. Es gibt einen Maulwurf hier. Einer meiner eigenen Leute hat Ryan Hinweise auf meine Aktivitäten gegeben. Und jetzt werde ich eingesperrt. Ja, ist richtig. Als Religionsgemeinschaft haben sie uns bloß überwacht, aber als politische Gemeinschaft wollen sie uns kreuzigen. Eine Ironie, die nur ein schwacher Trost ist. Und doch, Ryan wird es als letzter einsehen, aber er hat das Volk schon nicht mehr hinter sich. Wo man mich auch hinschickt, Rapture wird mir folgen. So, ich habe mir mal drei Geschütze aufgestellt. Ich würde mal sagen, lass den Spaß beginnen. Auf geht's. Das wird ja doch leicht so. Komm, ich richte dein Gesicht, Schweine. Hab schon wieder einen Verbandskasten benutzt. Boah, ich sollte mal hier auf das aufpassen. Ich glaube nicht. Komm her. Ey. Bienen! Na komm her. Ich glaube, du lässt jetzt mal mein Geschütz in Ruhe, ja? Mal ein bisschen Bienchen rumfliegen lassen. Boah, sind da viele. Alter, ich dachte, ich hätte das Ding. Aufheben. Komm her. Das ist gut gemacht. Hab ich sie? Moment. Nein! Nein! Was hast du getan? Ach so. Das war's schon. Lol. Vater, dieses Adam, das du gefunden hast, enthält Erinnerungen von all den Toten hier. Normalerweise kann nur eine Little Sister Toll. Sie sehen, aber ich kann dir zeigen, was Stanley zu verbergen hat. Als Mutter fortgebracht wurde, übertrug man Stanley die Leitung von Dionysus Park. Er hat ihr gesamtes Geld verprasst, schmiss die irrsinnigsten Partys, so als würde er sie mit Gewalt ruinieren wollen. Er ist halt so ein kleiner Fucker, ey. Alles okay? Immer schön dranbleiben, Bruder. Finde den Rest der Sisters. Alter, hä? Lol. Was backt da so rum? Lol, die Schutzel hat gerade rumgebackt. Alter. Ja, jetzt kommt hier mal ein bisschen Musik zum Einsatz. Endlich mal.
Ah. Subject Delta ist nur eine Typenbezeichnung, Amigo. Ich habe mal für einen Artikel lange über dich recherchiert. Oh. Sie haben dich Johnny Topside genannt. Du hattest die Stadt im Alleingang gefunden in einer Tauchkugel. Echt ein Jammer, was sie mit dir gemacht haben. Ich weiß schon, wenn ich auch im Grün habe. Hauptsache, die Kamera arbeitet für mich. So, mal gucken, wo wir uns hier mal um. Wir haben hier auch ein Mini-Geschütz und alles. So. Da liegt nämlich noch eine Nachricht. Aufwachsen! Die Little Sisters werden älter und das macht uns Kummer. Wenn sie adoleszent werden, werden sie aggressiv, regelrecht wild. Schlimmer noch, das Adam, das sie aufnehmen, enthält Spuren tödlicher Plasmide, noch aus Kriegszeiten. Die Splicer werden zu immer effektiveren Räubern. Laufend fallen ihnen Big Daddies zum Opfer. Vielleicht könnte man die älteren Sisters darauf abrichten, von den Splicern geraubtes Adam aufzuspüren und wieder zu beschaffen. Ja, was ich so gesehen habe, müssten die nicht erst warten, bis der Täter von selbst stirbt. Das ist doch schön zu wissen. Oh, da ist ein Gegner alarmiert worden. Läuft da gerade ein Film? Ist da gerade Kino? Längerer Dreh, was ist das denn? Lerne deine Feinde besser kennen. Mit langer Dreh kannst du mit jedem Forschungsziel etwas... Na, ich glaube nicht. Weg damit. Ich will jetzt auch nicht forschen und so. Ich habe nämlich, ich weiß nämlich alles. Ich bin Mister. Ich glaub, du hast noch alle. Oh, meine Bienchen. Nee, ich höre nicht damit auf. Aber ich glaube, ich gehe doch lieber auf Abfackeln 2, weil Abfackeln, das bringt schon eher, glaube ich, als diese Bienen, oder? Ich meine, so allgemein ist Feuer immer die beste Methode. Wo waren wir denn noch nicht? Waren wir hier schon mal? Hier waren wir schon, doch. Hier waren wir auch schon. Gucken wir uns einfach mal um. Boah, Treibstoffe braucht hier niemand. Braucht kein Mensch. Ist total unnötig. Von daher... Lass mal hier... Ne, hier oben war ich auch schon. Scheiße. Jetzt hier raus. Da lang? Hey, du Motherfucker. Alter. Du täuschst dich in mir, Delta. Bist du? Ich will keinen Adam für mich haben. Eleanor ist der Traum. Und sie braucht keine Waffen und keine billigen Tricks. Gerade verarschen. Wo bist du hin? Ach komm! Kleiner Pisser. Nee, warte mal, wie ging das? Zack, geht wieder rein. Oh, komm. 25 Dollar und jede Menge Kontaktminen. Kontaktminen sind mir neu. Sperre. Gib mir den Sperr. Sperre sind immer das Beste. Leimer. Waren wir hier unten schon? Weiß nicht, aber ich nehme jetzt mal. Sperre, die geht auch nicht. Oh. Was war? Tanzt! So. Das tut mir leid. So, hier unten waren wir noch nicht. Gib mir einen Verbandskasten, bitte. Danke. Bandagen, Heckfall, E-Spritze haben wir auch schon genügend. Verbandskasten ist auch immer gut. Speer. Schön. Oh, hier wird gerade gespeist. Ein bisschen. Na komm, lass mal die Chipbox. Wir hören ein bisschen Musik. Auf geht's.
Jawoll. So ist schön. Gut, da ist noch Schrot. Perfekt. Hey, eine Türsteuerung. Dann hacken wir die mal. Das sieht ja einfach aus. Ja. Ist das schön? Ist das schön? Verbandskasten. Oh! Mondschein-Absinth ist so übel krasses Zeug. Alter, safe. Oh je. Das. Lol. Warte ganz kurz. Vier Fallschwer, drei Raketen. Alter. Lass mich in Ruhe. Nein! Was dich überhaupt mit mir anzulegen, ey. Oh, krass. So. Einfach mal geheilt. Das war jetzt eigentlich voll unnötig. Ich hätte mich eigentlich auch da heilen können, aber Geld ist eine Welt, ha? Wo gehen wir hin? Wo waren wir jetzt? Lounge waren wir. Hier waren wir schon. Also hier waren wir jetzt. Promenade, ne? Hier waren wir jetzt noch nicht, oder? Richtig. Doch. Hier sieht alles immer so doppeldeutig aus. Hallo? Ah ja. Hier wollte ich doch mal hin. War ich noch gar nicht, das war die Galerie. Oh. Na komm her. Schnauze, was hat Molotow auf mich geworfen, ey? Das ist nicht nett hier. Tagebuch, ja, lass mal hören. Lol, krieg ich gerade. Dr. Lev versucht die Stadt zu übernehmen, indem sie die Kulturszene unterstützt. Du kannst auch lauter reden. Große Denker sollen sich an ihren Werken gegen Ryan aussprechen. Und das ist alles hier zu bewundern, in den Galerien im Park, in aller Öffentlichkeit. Lärm nimmt noch nicht mal Eintritt. Und in Rapture ist das einfach eine Frechheit. Das ist, als würde man Lol. Nudistencamp aufmachen, wo alle nur Papsthüte und sonst gar nichts tragen. Dauert nicht mehr lange, bis Ryans Schergen hier einmarschieren können. Dann kann ich endlich aufatmen. Ja, dann atmen wir mal auf, aber nicht mit mir. Zusammen. Ich bin gerade immer noch auf dem Boden um. Oh. Geht da wieder ab. Oh. Hey! Nicht stehen bleiben vom Gucken. Idiot. Schrot haben wir Maximum? Oh, da ist auch noch mehr. Jetzt aber erstmal eins nach dem anderen. Was liegt hier? Splittergranaten. Okay. Ja. Du kleiner. What the fuck? Hab ich gerade nur kleiner gesagt. Also so wie es aussieht, brauche ich eine Little Sister. Wo könnte die eine sein, ne? Am Klavier. Das von alleine spielt und ein neues Tagebuch bitte. Von Sophia Lemdisch. Selbstbewusstsein ist kein Wundererfolg. Es ist ein Trick der Gene. Eine endlose innere Leier, die ständig fragt, was ist für mich drin? Um der Welt zu dienen, müssen wir taub werden gegen das Selbst. Bist du bereit? Ja. Also, hör mir nicht mehr zu. Hör mir nicht mehr zu. Ja. Nicht zuhören. Entschuldigung. Schwierig, nicht wahr? Worte ja. Sind oft nur ein Schleier, ein Tarnanstrich. Oh fuck. Spiel diese Aufnahme ab, bis du die Worte nicht mehr hörst. Ich höre nichts mehr. Dann wirst du die Menschen vielleicht so sehen, wie sie wirklich sind. Alter. Alter. Nicht witzig.